Ich glaube, weder noch. Ich glaube, wenn wir die Gesellschaft retten wollen, dann müssen Communities und Institutionen zusammenarbeiten. Dann müssen sie aber auch gleichzeitig das, was da ist, die Communities und die Institutionen, die da sind, radikal hinterfragen und neu denken. Ich glaube, das Internet zwingt uns, gesellschaftliche Strukturen insgesamt neu zu denken. Und nur in der Zusammenarbeit zwischen Communities und sich institutionalisierenden Prozessen kann die digitale Gesellschaft gelingen. Ich glaube zum Beispiel, dass der Staat die Aufgabe hat, das Gemeinwohl im Digitalen zu repräsentieren, also beispielsweise die Zugänglichkeit zu Daten für alle Bürger zur Verfügung zu stellen, dass er aber auch gleichzeitig sein Geld, seine eigene digitale Infrastruktur deutlich hin Richtung, sag ich mal, Commons verlagern soll, das heißt zu offenen Betriebssystemen, zu offener Software, dass er im Endeffekt die Aufgabe hat, eigentlich ein ganz eigenes, offenes Ökosystem zu generieren und eigene, offene Kompetenzen auch zu erlangen innerhalb dieser IT-Struktur, die er sich dann gibt und dann zum Beispiel sowas wie digitale Souveränität auszuüben. Das heißt also, für mich ist das eine ganz natürliche Partnerschaft, wenn Commons und Public zusammengeht, also Public-Commons-Partnerschaft und der Staat alles dafür tut, dass die Commons-Communities dann auch entsprechend gestärkt werden.